Skandalös. So, dritte Runde, ne? Jetzt let's go. Los geht es. Ich laufe erstmal falsch. Na gut, Sushi jetzt. Ist richtig. Na komm. 1, 2, 3, 4. Wieder eine Visible Task ohne Grund gemacht. Ich hab Weapons. Das könnt ihr jetzt mal machen, wenn ihr mich jemand sieht. Könnt mich jemand mal beobachten? Ich sterb sowieso gleich. Als erster oder zweiter. Ist ja wurscht. Und du hätte ich noch machen können. Was soll's? Jetzt bin Hardswipe. Oh. Nein, Joey. Nicht. Nein. 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 Den will ich doch wieder umbringen. Und ich gebe dir meine Electric. Clever Idee. Ich bin sowas von tot. Ich bin auch so unvernünftig hier. Ich bin so unvernünftig, mit ihm in Electric zu gehen. Der ist sowas, der wird mich. Der fake, der gerade sind. Ich bin. Nein. Ich will nicht sterben. Aber ich habe hier drei Tasks. Lass mich leben. Na komm. Kabel verbinden geht auch noch ganz schnell. Na komm, Joey, lass mich nehmen. Nein, 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 nein. Was mache ich? Ich bleibe hier, ich mache hier Ablotz. Ich stehe die ganze Zeit neben dem. Ich stehe die ganze Zeit neben dem. Er ist wahrscheinlich der Imposter hier. Nein! Ich habe Lentons Leiche gerade gesehen. Ich bin noch nicht tot. Ich habe die Leiche in Reaktor entdeckt. Lentons Leiche liegt in Navigation. Ich bin die ganze Zeit. Von oben kam mir Joey entgegen und noch einer, aber da kann ich glaube Eric war es. Also Joey, ich bin die ganze Zeit hinter Joey hergelaufen. Ich war die ganze Zeit bei Joey in der Nähe. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass er mich umbringt. Also ohne. Ein Electrical. Ich bin an Electric jetzt vorbei Richtung Reactor und da kamst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du es gewesen bist. Es kamen mir zwei Leute entgegen. Bei dir bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass du mir von oben entgegenkommst. Warte mal, Erik, was hast du die ganze Zeit gemacht? Also ich hab's am Anfang, ganz Anfang habe ich Navigation und so weiter die Aufgabe gemacht, dann runter zu Shields. Ich glaube durch Cafeteria durch und jetzt bin ich gerade in Electrical gemacht. Ich hätte eine Frage an Joey. Mhm. Weil ich neben dir in Electrical stand, war die. Du hast dort ein bisschen gebraucht, um die Kabeltasks zu machen. War das, weil du Orientierungsprobleme hattest und dass ich dich nochmal orientieren musstest, oder? Nein, ich habe zwei Tasks gemacht. Du kannst dich, wenn du die zwischen die Tasks stellst, kannst du sowohl mit einem Schritt die Kabeltask machen, als auch dann den Regler hoch. Ah, okay, das sah nämlich ein bisschen normalerweise. Andere Frage, wo liegt Lenny? Habe ich nicht gesehen. Charles? Hast du Lenny gesehen? Liegt in Navigation, oben links. Oben links. Navigation. Nichts mitbekommen, so, aber okay. Was ist passiert? Ich war mit Joey die ganze Zeit unterwegs. Also nichts gegen Felix, aber dass jemand, der den Codebrot seine braune Farbe klaut, das ist klar, dass der direkt umgebracht wird. Also das heißt direkt zart. Vielleicht war es ja Codebrot. Als dachte, dass es nicht braun sein kann. Das wäre schon gut, das wäre schon, ja doch, das macht mich schon fast. Wollen wir skippen oder gibt es irgendwie. Klingt gerade nach Skip. Ja, erstmal skippen würde ich sagen, oder? Ja. Das ist doch zu Risiko, jetzt schon jemanden rauszubauten. Also ich habe keinen Verdacht bis auf Joey, aber das ist jetzt, ja gut, das bin hab ich keinen Beweis. Verdächtigst. Hab keinen Beweis. Ist nur mein Bauchgefühl. Dann sollst du aufs Klo gehen. Bin ich geklaut.
von Lenny geklaut. Ein Bauchgefühl. Der Grüne hat mich umgebracht. Aber das war nicht Joey. Nicht Joey. Okay, Joey ist entlastet. Obwohl, es gibt ja zwei Imposter. Könnte durchaus. Muss nicht sein. Bitte ist es Grün und Lime. Muss nicht heißen, dass er wieder. Also. Die Leiche lag in O2 und Erik kam mir gerade von Richtung Weapons entgegen. Hat die Leiche wahrscheinlich nicht gesehen. Dann kann ich für den Kill tatsächlich ziemlich sicher Charlie ausschließen. Also was ich sagen kann, was mir ein bisschen komisch vorkam eben, ich war eben in Reaktor, hab Simon Says gemacht und da kam Joey auch dahin nach mir. Ich war dann fertig und er hat nur 3-4 Sekunden da gestanden. Das dauert eigentlich länger, so schnell geht das gar nicht. Das fand ich ein bisschen krass. Es wäre wunderschön, wenn ich wirklich nur 3-4 Sekunden für Simon Says gebraucht hätte. Aber ich stand da relativ lange. Das ist das, was ich mit diesem hinterher machen. Chaos war's. Danach bin ich noch mit nach oben gegangen, habe auch die 1, 2, 3, 4, 5 Manifolds gemacht. Und bevor ich in Reaktor überhaupt reingegangen bin, habe ich vor Reaktor noch die Wires gefixt, beziehungsweise vor Security. Und da müsste Charlie mich aber auch gesehen haben davor, weil Charlie die ganze Zeit an dem Camp stand. Ja. Ja, das stimmt. Und Charlie müsste mich auch gerade noch vor Admin gesehen haben. Ja, was ich mich halt so ein bisschen frage, ist, warum Erik in Admin random rumstand irgendwie. Das habe ich mir auch gefragt, weil er stand zwischen den Wires und zwischen Download. Ja, genau. Also nicht, wo man irgendeine Task machen kann, sondern er stand halt richtig random da irgendwie. Ich stand ja nicht nur, ich habe einmal kurz geguckt, einmal im Raum rein. Kann ja sein, dass er hinten in der Ecke liegt, das siehst du ja nicht, wenn du vorne gleich dran stehst. Nee, nee, ich hab's ja durch Camps gesehen. Du standst relativ lange da, ja. Habe ich Joey völlig zu Unrecht verteidigt. Das Einzige war es halt, dass ich Joey aber guck mal, weil ich einfach dumm bin und es nicht richtig gesehen habe. Aber so wie ich es in Erinnerung habe, war das schon ein bisschen krass. Aber ich denke, das reicht nicht, damit ich ihn als Imposter erklären kann. Kannst du sowieso nicht, weil ich geschummelt bin, aber gut. Ja, ich weiß. Für mich ist in der Runde, genau wie die Runden davor, immer wieder Erik einfach sus. Weil, wie Charlie schon gesagt hat, er stand relativ lang zwischen den Wires und dem Download. Und wenn du sagst, du hast da in diesen Raum reingeguckt, weil du ihn ja vom Anfang an nicht direkt sehen kannst, wenn da eine Leiche drin liegt, du bist halt auch nicht weiter in den Raum reingegangen. Du bist statisch an dieser einen Stelle gewesen, was dich nicht bewegt. Ich glaube, nee. Weiß ich schon. Ich hab's ja gesehen, also... Dieter, ich stand unter ihm. Ich weiß, ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich habe einmal reingeguckt, ja, und dann bin ich, glaube ich, was ist das, der Upload oder Download? Weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Upload, ne? Weiß ich nicht. Sag bloß mir. Lenny Bauch. Ja, ich habe mir bisher noch nicht oft gespielt, aber ich glaube, müsste Download sein, weiß nicht mehr ganz genau. Das könnte es jetzt gewesen sein, aber. Ich habe gar nicht gewotet, hoch. Chaos. Gut, ich habe noch Tasks zu tun. Deswegen versucht wir Englisch zu sprechen. Security. Bzzzt. Bzzzt. Na komm, bzzzt. So. Oh, hier ist meine. Von Madbase, genau, wurde ich ermordet. Skandalös.
Erich, Tasks machen. Ja, wer tot ist, macht seine Tasks. Alter, ihr seid so low. Was ist denn mit euch? Die haben nicht eine Runde, die haben nicht eine Runde, eine Diskussion, irgendwas gesagt. Die Silent Psycho. Chaos ist zum dritten Mal nacheinander Imposter, ihr Eimer, Alter. Die Silent Psycho hat Imposter gelesen. Lenny, ich hab meine Rache bekommen. Das habe ich gesagt, Chat. Es wird das Erste sein, was er sagt. Das Erste sein, was er sagt. Er kann jetzt endlich in Frieden sterben. Joey, sorry, ich muss Frieden machen. Aber allgemein, wir waren einfach die Silent Psychos, Alter. Wir haben einfach gar nichts gesagt und einfach. Ja, dann wird Erik rausgevotet, so ganz einfach nur aufs. Ja, Erik war halt zweimal sus davor und stand. Ja, aber nur wegen so. Ja, der steht da komisch. Aber statt mal zu fragen, ja, und was ist hier mit Molochs und so weiter, die haben gar nichts gesagt. Nichts gesagt. Molochs, bitte, ich muss braun sein. Oio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 i. Zeig meine richtige Farbe wieder. Ich auch mein Gehirn. Weiß, nein, verdammt. Meine ursprüngliche Farbe. Ich muss mich mal bei Joey entschuldigen. Sorry, dass ich dich falsch verdächtigt habe. Das. Die ganze Zeit Angst nehmen, die herzulaufen. Ich bin die ganze Zeit hinter dir hergelaufen. Ich dachte die ganze Zeit, du wärst ein Imposter, weil du die ganze Zeit bei mir warst. Vor allem am Ende, ich war so am Strahlen, wen bring ich jetzt um? Und dann sehe ich so Joey und Charlie, denk mir so, ja komm, ein Kill noch und das war's dann. Mein Bauchgefühl lag falsch. Drei Runden Imposter hintereinander. Leute, ich würde gerne noch einmal durchrotieren. Das waren jetzt drei Runden. Und. Yeah.